Ja, eine besondere Story. Das waren sicherlich die 24 Stunden von Daytona 1995. Daytona natürlich eines der größten Rennen, die es gibt in der Motorsportgeschichte. Für mich war das weit weg, nicht nur weil es in Amerika war, sondern weil ich damals eigentlich nur in der Formel 3 oder in den Tourenwagen bis dahin unterwegs war. Ja, ist eine besondere Story. 94, Ende 94 im November hat mich Erwin Krämer mal eingeladen, in Hockenheim einen kleinen Test zu fahren. Dort haben sie mit einem Sportwagen, der schon in Le Mans lief, dieses Golf-Auto, ein paar Runden fahren lassen. War schmuddeliges Wetter, eisekalt, Regen. Und man hat ein bisschen was probiert, denn es gab für 95 diese WSC-Regeln, World Sports Cars, neues Reglement. Und das hieß flacher Unterboden. Erst bin ich mit dem Ground-Effekt-Auto gefahren und da kam ich ganz gut zurecht. Erwin war zufrieden, hat Spaß gemacht. Erst in meinem Sportwagen, richtig Leistung. Und dann hieß es umbauen auf den flachen Unterboden. Und dann bin ich mal gleich erste Runde, Ende, Start und Ziel, habe ich angebremst. Das Ding ist gleich quer gekommen. Ich habe es verloren und habe es in den Kies gebuddelt. Und dann habe ich gedacht, na, damit hat sich das Thema Krämer und Sportwagen eigentlich schon schnell erledigt, weil erste Runde wieder dann in den Kies zu fahren, ist nicht unbedingt eine gute Visitenkarte, die man da hinterlässt. Aber dann hat er gesagt, ja, er nimmt mich mit nach Barcelona. Dann sind die nach Barcelona gegangen, haben einen neuen K8 dort gehabt beim Test und ich sollte da auch mal fahren. Bin dann aber auf dem Interserienauto gefahren und sollte mal 3 Runden fahren. Als Check erstmal eingewöhnen, wieder in die Box kommen, kurz nachschauen und wieder raus. Dann bin ich 3 Runden gefahren. In den 3 Runden war ich schon mal 1,5 Sekunden schneller wie einer der Stammfahrer und bin dann reingekommen und dann hat sich herausgestellt, dass aber hinten Radlager anfängt einzugehen und dann musste ich aufhören und bin dann leider nicht auf das aktuelle, auf das neue Auto für Daytona gekommen, denn da haben dann die Stammfahrer Gianni Lavacci, Jürgen Lessig und Christoph Bouchoux getestet. Ich hatte leider mal wieder keine Kohle damals, kein Budget. Und dann war es schwierig. Manfred Krämer war dagegen, dass ich ohne Budget fahre. Erwin wollte mich gerne haben, weil er hat gesagt, der Junge hat Talent. Und ich war dann eben in der dritten Runde schon recht schnell. Aber der Manfred hat gesagt, er hätte vierte Runde, hätte hochkant am Zaun gestanden. Also da waren die zwei Brüder sich nicht einig. Und so war es ein zähes Spiel, ob ich mitgehen kann nach Daytona oder nicht. Ja, es sah dann eher so aus, dass es nicht der Fall ist. Und habe dann nicht mal eine Lizenz gehabt und dann klingelte donnerstags ein Telefon bei mir zu Hause und dann war der Erwin dran und sagt, pack die Tasche, am Montag fliegen wir nach Daytona. Ja, ich in meinem Leben noch nie in Amerika gewesen, im Prinzip kein Wort Englisch gesprochen und dann ging es am Montag nach Daytona. Vorher war das Problem, dass ich erstmal noch eine Lizenz lösen musste. Da bin ich freitags noch nach Frankfurt gefahren, habe die persönlich abgeholt bei der UNS damals noch und habe meine Lizenz gelöst am Freitag. Dann ging es Montag nach Frankfurt wieder zum Flughafen, dann wurde noch am Counter für mich erstmal ein Ticket, da gab es noch kein Online, dass man mal eben online irgendwo ein Ticket bestellt. Nee, das wurde am Flughafen am Ticket-Counter gemacht und es war schon ziemlich eng mit dem Abflug. Die ersten Teammitglieder gingen schon zum Gate und es ging über Atlanta nach Daytona für die Mannschaft von Krämer und ich hielt dann irgendwann mal mein Ticket in der Hand und guckte da drauf erstaunt und muss feststellen, ich fliege nach Miami als Einziger. Und ja, Marco allein zu Hause nach dem Motto, das war schon für mich ein Thema, alleine nach Amerika, noch nie da gewesen. Ich wusste keine Hoteladresse, es gab keine Handys und ich hätte schon wirklich am Schlauch gestanden, wenn da irgendwas nicht klappt. Also ich hatte mal gleich schnell Schweiß auf der Stirn, aber der Herr Stroth, der Teammanager, der sagte dann mal eben, kein Problem, wir treffen uns wieder da, wir kommen zur gleichen Zeit an in Daytona, dann treffen wir uns am Airport und dann ist alles gut. Gut, dann ging es nach Amerika und bin da angekommen in Miami, wollte meinen Anschlussflug dann nehmen und komme wieder in die nächste Flughalle rein. Dann sehe ich nur, wie ein Holzschild oben reingeschoben wird, wo drauf steht Cancelled. So viel Englisch habe ich dann verstanden, dass ich wusste, der Flug findet nicht statt. Da habe ich natürlich mal gleich wieder den nächsten Schweißausbruch gekriegt. Ja, dann war es so, dass da irgendwie nur 4, 5 Leute waren. Und für 4, 5 Leute haben die einfach gesagt, fliegen wir mal nicht, da fahren wir die mal mit einem Van dahin. Und dann sind wir die 3,5 Stunden mit so einem kleinen Bus von Miami nach Daytona gefahren. Ich hatte natürlich jetzt Angst, dass ich das Team nicht mehr treffe, weil, wie gesagt, ich hatte keine Hoteladresse, es gab keine Handys zu der Zeit, ich wusste nichts, ich habe null Informationen gehabt und war echt für mich, ich habe es Herz im Dreieck stehen gehabt. Naja, komm in diese Flughalle da angehetzt, denn
Habe jetzt Angst gehabt, dass ich die verpasse. Und wie ich da reinkomme, kommen die gerade weg. Es hat gepasst. Sie kommen gerade die Rolltreppe runter. Und in Amerika ist es oft so, dass die Kofferbänder zugänglich sind, wenn du von außen in den Flughafen reinkommst. Also es ist nicht irgendwie wie bei uns so abgeschottet, sondern die kommen erstmal in so eine Flughalle, wo du von außen reinkommst und da ist das Kofferband. Und da kommen die Rolltreppe runter und der Manfred hatte nichts anderes, wie mich anzugucken und zu sagen, wo hätte der denn schon seine Koffer her? Der hat auch gar nicht mitgekriegt, dass ich gar nicht mit auf dem Flieger war, dass ich da meine Odyssee über Miami hatte und für mich eine Riesenstory und der sagt nichts anderes wie, wo hätte der denn schon seine Koffer her? Das war mal mein Anfang oder überhaupt mal die Anreise nach Daytona, also war schon eine besondere Story. Dann ja, bin ich eigentlich nur als Zuschauer mitgegangen, denn wie gesagt, die zwei Brüder Erwin und Manfred Krämer waren sich noch nicht einig. Ich hatte kein Budget, hatte keinen Sponsor. Manfred wollte nicht, dass ich umsonst fahre, weil er immer sagte, wenn der da Dinge raushaut, da haben wir nur ein Problem von den anderen, die da bezahlen. Und so war es recht zäh. Erwin sagt immer, den Jungen will ich drauf haben, der ist gut. Da hat der Erwin gesagt, pack Tasche, nimm alles mit, ich nehme dich mal mit, ich guck mal, ob ich dich auf einen neuen Elfer kriege. Dann kannst du die Strecke mal kennenlernen, dann klappt das für nächstes Jahr. Naja, aber wir waren dann da und hat sich nichts getan. Die sind fleißig Trainingssitzungen gefahren. Ich bin nur als Zuschauer da rumgelaufen, habe mir alles angeguckt, war bei dem Team dabei, wie die so arbeiten. Ich sollte ein bisschen was lernen im Prinzip für die Zukunft. Das war Erwins Maßgabe. Und irgendwann, das Qualifying war schon rum, und in Amerika ist es wie in Sebring auch so, in Daytona, dass nach dem Qualifying dann nochmal wiederum ein Training stattfindet und natürlich auch das Warm-up. Und nach dem Qualifying, Auto war so auf Platz 17, 18 qualifiziert, wir waren nicht besonders schnell. Es war ja das Jahr, als Porsche sich zurückgezogen hat, weil die Ladedrücke damals extrem nach unten gedreht worden sind vom Reglement. Und Porsche hat gesagt, es macht keinen Sinn, dann nehmen wir nicht teil, aber die Krämer-Mannschaft ist rübergegangen mit dem Porsche, was übrigens eigentlich ein 962er war. Da hat man nichts anderes gemacht wie damals ein neues Bodywork. Man hat das Dach abgetrennt beim 962er und hat den K8 dahingestellt. Aber die Technik, besonders dieses Auto, ist sogar schon in Le Mans vorher gelaufen. Also es war jetzt eigentlich kein neues Auto. Die Technik war bekannt und ja, es war standfest. Aber der Speed war nicht so richtig da. Wir waren nicht so richtig weit vorne. Aber egal, wir waren dabei und dann hieß es auf einmal vom Erwin, zieh dich um und guck, ob der Sitz passt. Ich denke, was ist jetzt los? Ja, du fährst nachher mal in dem Training mal, kannst mal ein paar Runden fahren. Ja, ich da rein, so drin gesessen, natürlich nicht so richtig ans Lenkrad gekommen, nicht optimal, habe gesagt, passt, hier fahren wir, überhaupt kein Problem. Also nehmen wir mal die Nummer mit und da sagen wir jetzt nicht unbedingt, da haben wir ein Problem. Ja, dann habe ich mich da reingesetzt, bin 5 Runden gefahren, indem ich mich schier angeschissen habe, denn das erste Mal über 300 in der Steilwand, ein bisschen komisch, Auto zieht irgendwo hin, du traust dich gar nicht zu lenken und was am Lenkrad zu machen, weil jede Bewegung bei dem hohen Speed, also da habe ich schon richtig Respekt vor gehabt und habe da in den 5 Runden nicht einmal richtig flat stehen lassen. Ich bin nicht einmal wirklich mit Vollgas über Start und Ziel gekommen. Da habe ich noch ein bisschen was in der Tasche gehabt. Aber Erwin war zufrieden, bin dann nochmal 3 Runden im Warm-up gefahren, aber das war's dann. Hatte 8 Runden auf dem Auto, vorher, wie gesagt, noch nie bewegt. In Barcelona ja auch nicht zum Zug gekommen bei dem Test. Und ja, so hatte ich meine 8 Runden und dann ging ins Rennen. Und dann hieß es, du fährst mal als vierter Fahrer, fährst dann mal einen Stint. Und wenn das okay ist, dann gucken wir mal, ob du am Sonntag nochmal einen Stint fährst. Und dann warst du mit dabei. Ja. Haben wir gesagt, machen wir das mit. Und dann irgendwann war ich dran als Vierter, war dann aber so, dass es in die Dunkelheit reinging und ich das erste Mal auf dem Auto saß und wieder auf der Strecke nach nur 8 Runden im Dunkeln mich da zurechtfinden musste. Aber ich kam recht gut auf den Speed und ja, auf dem Turm, bin glaube ich irgendwo auf Platz 12 oder so eingestiegen, waren wir im Gesamt auf 12. Wie gesagt, das Auto war nicht das Schnellste, aber lief problemlos, lief wie ein Uhrwerk, war top vorbereitet von Crema Porsche. Und so sind wir einfach mal unsere Runden gefahren mit dem Limit, was geht an dem Auto. Und dann ging es immer weiter nach vorne für mich. Und dann ging die Nummer 10 immer weiter nach oben auf dem Turm. Und irgendwann war ich Gesamtzweiter. Und dann war ich mit dem Stint fertig. Und auf einmal kriegte ich Erwin auf dem Ohr. Wie geht es dir? Ich sage, gut, ja, bist du fit? Ja. Erwin hat immer um den Brei herum geredet, wollte eigentlich nur wissen, ob ich wirklich noch kann, ob ich noch einen Stint fahren könnte. War ja für mich auch das erste Mal so ein richtig
hartes Langstreckenrennen mit so einem Auto, was extrem hart zu fahren ist, schwierig mit der Lenkung und so, schwergängig. Also war schon fordernd, das Auto. Erste Mal auf so einem, ja, kann man sagen, ja, Gruppe C, World Sports Car, jetzt neues Reglement, aber Gruppe C. Und ich kam von Formel 3 und Gruppe N-Fahrzeugen mit Frontantrieb. Also das war nicht unbedingt das, was man da als Erfahrung umsetzen kann. Das war mal komplett eine andere Nummer. Aber lief ganz gut. Also er wollte mich auf dem Auto lassen und sagte, egal wer auf der Mauer steht, du bleibst sitzen, lass die Jute dran. Dann war ich natürlich happy. Klar, erstmal habe ich gesehen, dass wir im Gesamt nach vorne gekommen sind, aber wusste dann auch, wenn der sagt, du bleibst drin im Auto, egal wer da steht, dann war das eine gute Visitenkarte, die du jetzt hier abgegeben hast in dem Stint und sonst wird er dich nicht drauflassen. Ja, dann haben wir irgendwann nach 12 Stunden haben wir die Führung übernommen im Gesamt, weil der führende das Dyson-Auto, James Beaver damals, war mit da drauf. Die haben eine Kollision gehabt, die mussten reparieren, das hat uns nach vorne gespült. Und dann gab es viele Stints für mich zu fahren, denn ich war dann in der Nacht eigentlich mit Gianni Lavacci der Einzige, der noch auf dem Auto war. Denn Christophe Bouchu lag eigentlich nur noch in dem Wohnmobil. Denn der hatte sich eine Virusgrippe eingefangen und wusste nicht, ob vorwärts oder rückwärts aufs Klo. Also der war mal außer Gefecht über die Nacht. Jürgen Lessig war damals etwas über 50 und hat gesagt, nee, in der Nacht, ich trage eine Brille, fahre ich nicht. Ja, und so hatte ich natürlich dann mit dem Gianni über die Nacht viel zu tun und hat eine Menge Spaß gemacht. Morgens war ich schön fertig, war ich schön im Sack, weil, wie gesagt, das Auto anstrengend war, aber war eine mega Nummer dann zu sehen, wir führen, aber war natürlich dann auch lang, weil 12 Stunden die Führung inne und 24 Stunden drin, weiß man, dass immer viel passieren kann. Bringen wir das nach Hause, das war die große Frage. Für mich natürlich eine Riesengeschichte, weil erste Mal in Daytona, erste Mal auf einem Sportwagen und dann im Prinzip mit diesem Nachtdienst da nach vorne zu fahren, war toll. Ich hatte dann nur ein Erlebnis, bin dann irgendwann mal etwas über 300 auf der Gegengerade unterwegs gewesen und dann fuhr ein langsames Auto auf der rechten Seite und kurz bevor ich kam zum Bremspunkt, fuhr der von rechts nach links und ich musste ausweichen bei dem hohen Speed, habe das Auto verloren, habe mich gedreht, also irgendwo bei 250 angefangen zu drehen. Die Räder waren natürlich komplett durch, waren 4 Bremsplatten drin. Ich musste hektisch funken, dass ich zur Box komme und habe 4 Platten da drin. Und habe mich dann zur Box geschleppt, weil Räder waren durch bis auf die Leinwand, durch den Dreher mit dem Highspeed. Aber hatte Glück, dass ich nirgendwo angeschlagen bin, weil sonst wäre vielleicht auch für uns der Schaden so groß gewesen, dass der Sieg hin gewesen wäre. So war es nochmal ein zusätzlicher Boxenstopp. Mir stand das Hemd mal wieder im Dreieck, aber es ging alles gut, haben die Führung behalten. Und dann weiterhin einfach wie ein Uhrwerk, top vorbereitet von Crema Porsche, unsere Runden gezogen wie am Schnürchen und das hat uns den Gesamtsieg damals in Daytona gebracht. Und so bin ich das erste Mal als Zuschauer nach Daytona gekommen und bin als Gesamtsieger wieder nach Hause gegangen und habe die Rolex-Uhr auf dem Arm gehabt. Und ja, das war eine Riesenstory, denn ich wusste eigentlich nicht viel über das Rennen. Wir haben auf der Mauer gestanden und haben auf Jürgen Lessig gewartet, der Richtung Ziel fuhr. Der hat den letzten Stint gefahren, sollte sein letztes Rennen sein. Und dann haben die Jungs alle gesagt, jetzt hier wird eine Uhr, jetzt hier wird eine Uhr. Und ich wusste noch nicht mal von dieser Story, dass der Gesamtsieger dort eine Rolex kriegt. Also mega Geschichte und Story, eigentlich die 24 Stunden Daytona, vor allen Dingen mein erster Einsatz. Ja, und jetzt bin ich das erste Mal 2019 wieder da gewesen mit Chromecars, mit Britic Motorsport für die Historik. Und bin dort mit dem Aston Martin GT3 gefahren und mit der Chevron B36, zwei Autos, die weit auseinander liegen. Das 24-Stunden-Werksauto vom Nürburgring aus 2013, der Aston Martin, das Bilstein-Auto. Und dann der Chevron aus 1976, 2-Liter-Sportwagen. Und die Autos sind natürlich weit auseinander, aber das ist für mich kein Problem, wie damals reinzuspringen in den Crema Porsche und das Limit schnell zu finden. So finde ich auch heute noch schnell die Limits und gewöhne mich auch an Autos, wenn sie auch weit auseinander liegen und ich sie im Prinzip direkt hintereinander fahre. Wenn ich von einem Auto zum anderen springe, habe ich da kein Problem mit. Das ist Gefühlsgeschichte, wie man immer so sagt. Das Gefühl hat man im Popo. Und die Verbindung musst du haben zum Auto und dann geht das auch. Dann setzt man sich da rein und ist relativ schnell dabei, obwohl die Autos doch sehr, sehr unterschiedlich sind.
Ja, war dann leider 2019 nicht so erfolgreich, auch wenn vom Britec alles top vorbereitet war. Riesenaufwand, extra ein 42-Fuß-Container wurde geordert, damit viel Material mitging, denn andere reisen dort an, europäische Teams schiffen ein Auto darüber. In dem Auto ist irgendwo noch ein zweiter Satz Reifen mit dabei und dann leiht man sich Werkzeug in Amerika. Aber Britec ist da top vorbereitet gewesen, mit Chromcast zusammen die Autos dort vorzubereiten und dementsprechend auch wirklich alles dabei zu haben. Ich glaube, den Chevron haben wir fast doppelt nochmal im Container gehabt, was Bodywork betrifft und so, und auch viele Teile mit Radaufhängung und so. Also wirklich vorbereitet wie ein Profiteam für ein richtiges 24-Stunden-Rennen. Aber das Glück muss auf deiner Seite sein. Wenn du das nicht hast, wir haben dann ein bisschen Probleme gehabt mit dem Verteiler. Das war eine Fehlzündung und wir wollten dann einfach den Motor nicht riskieren an der Chevron und haben das Auto mal zurückgezogen. Und war schade, weil wir haben bis dahin wirklich immer in der Klasse eigentlich geführt. Im Gesamt war ich zwischen Platz 1 und Platz 3 immer unterwegs, obwohl wir sehr viel große Autos mit 3 Liter Hubraum und mehr dort hatten. Eine 935er Porsche zieht auf der Geraden weg wie sonst was. Eine Lola kommt vorbeigeschossen oder so, die natürlich da mit 3 Liter Motor und irgendwie 600 PS oder so unterwegs sind und wir mit 280 PS mit einem 2 Liter Cosworth Motor. Also da geht die Schere schon weit auseinander, aber man schaut vielleicht erstmal nur auf seinen Klassensieg. Klar, ist gesamt immer interessant, wenn du da mitmischen kannst, aber waren wir gut dabei, hat dann leider nicht gepasst. Das Glück muss auf deiner Seite sein und wenn das nicht ist, ja, das ist eben Racing. That's Racing, wie man so sagt. Und dann, wie wir es da getan haben, muss man auch mal ein Auto zurückziehen, denn wir haben ja noch Sebring vor uns gehabt. Da wollten wir den Motor eben nicht für riskieren und haben gesagt, hören wir jetzt hier lieber auf und bereiten alles vor für Sebring. Das war dann auch recht erfolgreich. Mit dem Aston Martin sind wir dort einmal auf Platz 1 gewesen, konnte ich ein Sprintrennen in der Global GT-Serie gewinnen und dann waren wir eigentlich immer vorne, ob es Training war, ob es die einzelnen Stints waren. Mit dem Aston Martin in der GT3-Klasse waren im Gesamt teilweise auf Platz 3 zwischen den LMP-Autos gut unterwegs und war eine Riesennummer da in Sebring. Hat eine Menge Spaß gemacht. Sebring kenne ich mich natürlich auch ganz gut aus, denn Sebring bin ich auch, glaube ich, 7 Mal gefahren mit Audi und den LMP-Autos, konnte 3 Mal im Gesamt gewinnen. Hätten ein paar mehr sein können, aber auch da war nicht immer das Glück auf unserer Seite. In Führung liegend mal auf dem Champion-Auto 2004 eine Kollision beim Überrunden gehabt und dann Kühler gewechselt und das Rennen verloren. Mit dem Diesel damals, mit dem TDI, mal einen Turboladerschaden gehabt, den wir wechseln mussten. Also hätten auch mehr Siege sein können, aber 3 auch in Sebring zu haben, das ist doch sicherlich schon mal was Besonderes. Hat Spaß gemacht, zurückzukommen und man erkennt eigentlich alles gleich schnell wieder. Und ist eine tolle Nummer, da zu fahren. Ist nicht einfach, gerade für die alten Autos, weil es sehr, sehr bumpy ist. Ist ja noch teilweise ein alter Flugplatz. Das heißt, man hat diese alten Betonplatten und das ist schon hart zu den Autos. Das hat es auch wieder für den Chevron im Prinzip nicht leicht gemacht. Auch den haben wir da wieder zurückgezogen aus Sicherheitsgründen und wollten das Auto da nicht riskieren. Aber da durchzufahren mit dem Aston Martin, dann war schon mal wieder eine tolle Sache und zeigt eigentlich, dass Britec und Chromecast da eine gute Vorbereitung gemacht haben und das dann zum Sieg geführt hat mit dem GT3-Auto. Ja.